Hallo und willkommen zu Detroit Become Human. Viel Spaß und Let's Play. Wer seid ihr? Flüchtende. So wie du. Ich bin Josh. Ich bin Simon. North. Und da sind wir zurück. Jetzt müssen wir was auswählen. Spur. Ihr wusstet, dass nur ein Android der Spur folgen kann, nicht wahr? Nur wer wie wir ist, kann Jericho finden. Konntest du die Zeichen entziffern, hat einer von uns dich als vertrauenswürdig erachtet. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho. Frei? Wir fragen mal endlich nach, was Jericho bedeutet. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Scheint ein Witz für Markus zu sein. Zuflucht. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Klingt nicht nach Freiheit. Okay, wir gewöhnen uns dran. Verloren. Ich kam nach Jericho auf der Suche nach Hoffnung. Aber sie hat wohl auch diesen Ort verlassen. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten das alles nicht. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sozusagen Open End. Sprech mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Sieh dich um. Finde Lucy, erkunde Jericho. Markus ist nicht wirklich überzeugt und nicht gerade begeistert. Der hat was ganz anderes erwartet. Schmeiß mal meine Kiste hier um. Und mach mal. Wir müssen jetzt meine Kiste vor Wut runterwerfen. Sprechen. Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Nein, leider nicht. Androidenhimmel. Tja, ich werde es bald wissen. Oder Hölle. Wie heißt du? Markus. Schön, dich kennenzulernen, Markus. Was? Sie tritt einfach ab. Es wurde gerade unterhaltsam. Oder ist das ein Echo-Mode? Feuer entfachen. Grillen wir jetzt ein bisschen? Aber Androiden essen doch nichts. Ah, da war ein bisschen Licht. Wer singt denn da? Könnt ihr mal bitte damit aufhören? Das irritiert mich. Es sieht eher mehr nach einem Gefangenenlager aus als die Freiheit selbst. Freundchen aus dem Weg. Nee. Ich will mich nicht mit dem prügeln. Ich habe gerade meine Ersatzteile. Sprechen. Bin in einem üblen Zustand, was? Mein Diagnoseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Sie banden mich an einem Auto fest. Sehr nett. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten.
Markus, es ist an der Zeit, wieder Feuer entfachen, dass du an die Macht kommst und die Androiden an die Macht kommen. Moment mal, das wäre ein Eigentor für mich. Nee, doch so keine gute Idee. Wo ist denn die? Haben wir jetzt mit der gesprochen oder war das ganz jemand anderes? Was finde Lucy? Lucy, versteckst du dich hier? Wahrscheinlich singt sie. Bist du Lucy? Du siehst nicht komplett aus. Bist du Lucy? Setz dich. Zu Befehl. Hinsetzen. Ich hab Angst. Bitte tu mir nicht weh. Zeig mal. Was so genau? Hochheben. Eine alte Kriegsverletzung. Ich stoppe die Blutung. Oh. Ich kenne es als Mensch. Tut nicht weh. Ich hätte jetzt gedacht, der brüllt. Der hat ja Emotionen und sowas. Trink das. Oh, das ist gut. Thirium. Fast wie ein Mensch. Trink, mein Kind. Und jetzt? Bist du jetzt stärker geworden? Gib mir deine Hand. Die will aber ganz schön viel. Jetzt bin ich auch mal gleich dran. Du hattest alles und hast alles verloren. Korrekt. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Korrekt. Dein Herz ist geteilt. Korrekt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Nochmal korrekt. Was wird siegen? Keine Ahnung. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Du machst mir Angst. Uiuiui, die ist unheimlich. Puh, gut, dass wir sie gefunden haben. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen ein paar Androiden hier ausquetschen. Wer will mit mir noch reden? Du etwa? Nein. Du stehst still. Ich gehe mal die Treppen da hoch. Ich erkunde jetzt Jericho. Oh, irgendwie werde ich hier geblockt. Da, nee. Oh, ihr versperrt alle hier den Weg. Ihr gönnt mir auch kein bisschen Spaß. Stillgestanden, Markus ist da und ich entfache noch ein bisschen Feuer. Es werde Licht. Vielleicht hier so ein Goldbarren oder so. RA9. Oh, jetzt müsst ihr uns mal aufklären, was genau ist RA9? Ich bin schon neugierig geworden. Wer ist hier der Boss? Wenn das Lucy wäre, hätte sie mir das schon längst gesagt. Oh, ich hoffe keine Köpfe oder so. Kiste bereits geleert, verdammt auch. Mein Ersatzbein ist weg. Analysieren. Was haben wir denn da? Cyberlife, Lager und Docks. West Torrance Avenue. Danach war es weg. Route wird berechnet. Du hast sogar einen eingebauten Navi.
Was steht da? Unterbreite Simon einen Plan. Hey, Simon. Wie sah der nochmal aus? Ah, da ist Simon. Ich glaube, du bist Simon. Ha, korrekt. Simon. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Uiuiui. Wir könnten es versuchen. Komm schon. Okay. Bin dabei. Siehst du, geht doch. Zeit zu entscheiden. Mission Markus abgeschlossen. Fortfahren. Uhr. Alice und Kara. Oh. Wir werden hier klitschenass. Bei dir alles okay? Hier wird man uns helfen. Na klar. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Horrorhaus. Oh nö. Mama wieder kehrt. Hier muss es sein. Ja. Ich öffne mal das Tor. Jetzt fängt das an zu quietschen. Ich muss ölen. Sag ich doch. Ich hoffe, jetzt kommen nicht ein paar Zombies oder so. Oder Zombie-Hunde. Wir klopfen mal freundlich an die Tür. Klingeln. Sind Sie Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Kommt rein. Das ist aber nett. Er glaubt uns. Wir überfallen dich auch nicht. Androiden-Ehrenwort. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Schicke Bude hat er. Was haben wir denn hier? Moment, wir müssen einen Augenblick hier noch ein bisschen schnüffeln. Oh, was zu lesen. Also können wir nichts rausnehmen. So, mal sehen, ob die Frisur noch sitzt. Slatko folgen. Verdammt, so viel Zeit haben wir gar nicht. Und hereinspaziert. Luther, wärst du so lieb und nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab? Oh, nur keine Angst vor unserem großen Freund hier. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen leeren Haus. Ich nehme noch einen Tee. Bitte. Macht es euch gemütlich. Dann eben kein Tyrium-Tee. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Verstehe. Genau so war's. Abweichleiben? Genau. Was ist mit ihr? Sie ist nur ein Mensch. Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort.
Messerscharf erkannt. Um ein neues Leben anzufangen. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Herrliche Landschaft, sehr viel Platz, frische Luft und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einem Peilsender ausgestattet, mit dem man sie orten kann. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide sicher. Kommt schon. Folgt mir. Ach, die Kleine kann im Wohnzimmer auf uns warten. Nein, sie bleibt immer bei mir. Natürlich. Moment. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Ich spiele erstmal eine Runde Klavier. Ich muss mich abregen. Verdammt, können wir gar nicht. Ab in den Androidenwerkstatt. Zlatko, weh, du tust mir weh. Oder verunstaltest meine Frisur. Dann kriegst du eine Backpfeife. Ich mag das Haus nicht. Und den Mann. Gehen wir, ich habe ein schlechtes Gefühl. Wir trösten sie mal. Er ist etwas komisch. Aber wir können ihm bestimmt trauen. Wir haben ohnehin keine andere Wahl. Das hat sie sehr milde rübergebracht. Bitte entschuldigt das Chaos. Ich brauchte ein diskretes Versteck für meine Maschinen. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Ich hoffe, die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Hier lang, bitte. Ich habe auch kein gutes Gefühl. Muss ich der Kleinen zustimmen? Oh, dieser große Typ da. Angsteinflößend. Wo muss ich mich hinlegen? Oder reicht auch sitzen? Oh. Stell dich bitte da drüben. Moment, ich muss mich vergewissern, ob alles auch okay ist. Was machst du da? Aha, aha. Sieht alles gut aus. Was hast du hier? Oh. Der Große ist echt nicht ohne, denke ich mal, wenn er abgeht. Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm. Weißt du, was seltsam ist? Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja, man glaubt, was man glauben will. Ihr Abweichler seid so naiv. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück und verkaufe sie. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Ah, ich vergaß ja das Kind. Sperr es ein. Ich regle das später. Alice! Alice, nein! Wow. Ein Abweichler, der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Und so verblendet. Wir sollten diese Mädel... Toll. Nichts können wir finden. Wehe. Zurücksetzen. Du kriegst so einen saftigen Arschtritt. Das könnte dir so passen. Irgendwie kommen wir hier raus.
Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das Gleiche. Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Kein Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Huh? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Du Blödsack. Du beißt mich? Dir bringe ich Manieren bei, du kleines Miststück. Kara! Wach auf, Kara! Ja, ich bin da. Ey, großer, starker Mann, lass mich los. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Das glaubst du wohl. Ich krieg mich hier los. Irgendwie. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.